Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir sind immer noch auf Far Harbor und werden mit der Seefahrerin den Roten Tod besiegen. Das heißt, wusch. Etta wollte schon los. Die war schon mal auf dem Boot. Aber ja, wir werden jetzt einfach. Die werden einfach schauen und hoffen, dass wir gegen dieses Ungeheuer, was auch immer es sein mag, eine Chance haben. Auf jeden Fall werden wir zur Insel des Roten Todes reisen. Die Seefahrerin ist schon vorausgefahren mit ihrem Boot. Und wir folgen sie jetzt. Ja, wir verfolgen sie, wir stalken sie. Na, wir fahren jetzt auch dorthin. Alles. Was? Ich habe einen sicheren Kurs festgelegt, also halt dich dran. Die Sandbänke in der Nähe des Ziels bringen Boote dieser Größe schnell zum Kentern. Ich hol dich schon ein. Okay. Hoffentlich. Ja, wie wir wissen, wird es wahrscheinlich das letzte Abenteuer sein, das die Seefahrerin bestreiten wird. Viel weiter, Festlandbewohner. Als Tante Stacy den anderen von ihrer Begegnung mit dem Roten Tod erzählte, lachten sie sie nur aus. Und zwei Wochen später kam ein Fischerboot nicht mehr zurück. Mhm. Vom Strand aus haben sie das Leuchten am Horizont gesehen. Schon mein ganzes Leben lang will ich die Herrschaft des Roten Todes beenden. Überall um ihn herum. Da. Du siehst es, oder? Was soll ich sehen? Mach dich bereit. Na fein. Da drüben meinst du den Leuchtturm? Das kann nicht sein. Oh. Das ist der Rote Tod? Was ist das? Bist du sicher, dass es das ist? Sarkastisch. Ziel erreicht. Kommen wir zur Sache. Bist du sicher? Bist du sicher, dass er das ist? Er muss es sein. Rot leuchtenden Augen. Also bei dichtem Nebel. Ist der kleine Knabe auch ziemlich gefährlich. Aha. Die Sandbänke hier sind tückisch. Ein mittelmäßiger Kapitän mit ein wenig Neugier würde auf Grund laufen. So weit draußen würde das dein Ende bedeuten. Na dann, wir haben das Ziel erreicht. Du hast wohl dein Ziel erreicht. Da ist er. Ich hatte immer Albträume über einen kleinen Meierlerk. Oh, was sagen wir den Leuten zu Hause? Das sollte mein letztes großes Abenteuer werden. Aber wenn wir das erzählen, werde ich zum Gespött der Leute. Wirklich eine so große Sache. Sagen wir hätten ihn nicht gefunden. Lügen haben kurze Beine. Macht draus den Stoff für Legenden. Oh ja, das ist gut. Vielleicht schmücken wir es ein bisschen aus. Machen daraus den Stoff für Legenden. Das gefällt mir zwar nicht, ist aber immer noch besser als die Alternative. Gehen wir. Hier, das ist für dich. Zum Feiern. Ich hätte nicht erwartet, dass es so ausgeht. Ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es mit einer Meierlörk-Königin oder so gerechnet. Legende von Harbor. Reduziert den durch Meierlörks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Ja. Na dann. Und der ist ja noch so klein. Mei, bist du klein. Das ist ja noch ein Baby. Und jetzt sollen wir den umknallen. Gesprungene Schale. Mei, der tut mir jetzt aber voll leid, der Kleine. Der tut mir gerade voll leid. Das war ja noch ein Baby, Meierlörk. Okay, wie scheiße. Na dann, meine Gute.
Dann fahren wir wieder nach Far Harbor. Hätten wir noch mit ihr reden sollen? Das tut mir jetzt aber schon fast ein bisschen leid. Der Kleine. Okay. Ach, schön. Da kann man wieder sagen, das war reiner Seemannsgarn, ne? Der rote Tod. Reinster Seemannsgarn. Ist ja unglaublich. Na. Bam, 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 bam. Reinster Seemannsgarn. Ram, bam, bam, bam. Reinster Seemannsgarn. Ram, bam, bam, bam. Das ist ein Seemannsgarn. La, 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 la. So ein Blödsinn. Kehre als Held heim. Wer ich? Ja, aber sie. Die Seefahrerin. Bleibt sie jetzt dort? Ich warte doch mal. Oh, der ist hier. Hast du ihn gefunden? Hast du den Schrecken der Meere erledigt? Also, wir legten ab. Das war ein furchtbarer Kampf. Ihr habt ihn also getötet? Oh ja, das haben wir. Es war vielleicht ein Anblick. Hast du es gehört? Ja, sie haben es wirklich. Der rote Tod ist erledigt. Hat es lang gedauert? Mein Opa meinte, es wäre eine Mini-Atombombe mitten ins Gesicht nötig. Das hätte funktioniert. Aber wir sind klargekommen. Das Meer gehört wieder uns. Wir können wieder in Ruhe fischen. Sag, ist du verletzt, Seefahrerin? Alles in Ordnung? Nein, wir haben es unbeschadet überstanden. Gott sei Dank. Ich dachte, du würdest in den sicheren Tod fahren. Auf die Helden! Der Köderladen hat alles, was du brauchst. Na, großartig. Seefahrerin? Jetzt scheint das Ende gekommen zu sein. Bei unserem Gespräch hast du mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Ich habe Ausrüstung und Vorräte für eine letzte große Reise gelagert. Doch nach diesen Lügen fällt die Entscheidung noch schwerer. Was hast du vor? Ist nicht einfach. Du das Richtige. Das ändert nichts. Was hast du vor? Also, was hast du vor? Ich bin noch dran. Ich meine, was ist es wert, in den letzten Tagen getan zu werden? Was sollte man zurücklassen? Hinterlass ein Vermächtnis. Deine Entscheidung. Anderen helfen, egoistisch sein. Ein Vermächtnis hinterlassen, das ist nicht schlecht. Hinterlass ein Vermächtnis. Etwas, durch das du in Erinnerung bleibst. Das hört sich gut an. Ach, was auch immer geschieht, du warst mir ein echter Freund. Moi. Danke. Um ihr tut's mir wirklich leid. Lass dich von der Insel nicht überrumpeln. Ich werde mir Mühe geben. Um sie tut's mir wirklich leid. Ja, die große Jagd. Ja. Eine Traumquest, wirklich. So, was, apropos Quest. Was hätten wir denn noch im Angebot? Wo du hingehörst? Ja, sprich mit den Siedlern bei Kindergründerbla. Na, na, das sind wir da. Arcadia. Ja, jetzt gehen wir zu den Synth, weil hier sind wir scheinbar ja schon mal fürs Erste fertig. Etta geht shoppen. Schau mal. Sie geht voll shoppen. Da fällt mir gerade ein. Ja. Bist du überladen? Ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Natürlich ist sie überladen. Ei. Da fällt mir ein Ich doch wahrscheinlich auch. Wir müssten das ganze Graffel von hier wegbringen. Oder ich stopf's in die... Ich stopf's mal da rein. Da hört man's. Edda? Hey, ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Gib mir alles, was du hast. Danke. Meinst du meine Powerrüstung? Das ist aber nicht schön. So.
den gesamten Schrott mal reinwerfen. Und dann haben wir hier... Oh, ich würde sagen, ja. Dann der Fatman. Fleischerhaken, den, das... Fatman, denk mal, du bist doch schwerst bewaffnet. Schwerst bewaffnet. Hast vielleicht noch mit Mühe und Not dir einen Fatman besorgt. Und dann kommt sowas. Ja. So ein kleiner, niedlicher... Kleiner Dingens. Ja. Dann kann man echt nur sagen, das ist dumm gelaufen. Ah. So, die gibt mehr Damage. So, Kleidung. Das kommt weg. Das, das und das. Und dieses. Und das. Und dieses und jenes. Und das. Und das. Das und dieses. Dann Hilfsmittelchen. Georg, können wir theoretisch auch ein Bild was da lassen? Jo. Na, nicht das Dings. Das wollte ich heute essen. Das wollte ich heute essen. Eichhörnchen, ein Topf. So. Das. Köderkraut. Der Wurz. Das Fleisch hier. Eigentlich das ganze Nuka-Cola. Naja, okay, das bringt sie ein bisschen was. Aber nur ein bisschen. Wim. Mhm, Whisky. Der. Nein, nicht der Braten. Das Fleisch gehört weg. Ist ja wurscht. So. Passt. So, wieder einigermaßen leicht, leicht unterwegs. So. Ja. Wir müssen, wir dürfen darauf. Na nö. Haben wir das jetzt doch nicht entdeckt? Wir waren doch da oben. Dann halt hier. Dann halt das bisschen rauflatschen. Das war doch erkundet. Nicht? Hm. Komisch. Naja, die paar Meter brauchen wir nur raufhüpfen. Und dann passt es schon. Wortwörtlich hüpfen. So, das sehen wir auch schon. Und rauf hier, ne? Wieder mal. Hüpf. 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 Ja, das geht doch recht gut. Hüpf. 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 So. Ich glaube, das war's auch schon hier, ne? Hüpf. Das sind wir schon. Jetzt gehen wir doch die kleine, naja, kleines gemein gesagt, die, wie hieß sie schnell? Kasumi, ne? Kasumi brauchen wir. So, da gehen wir da mal rein. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Und? Mhm. Licht? Ich lasse den Eimer mal. Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Sünds von Arcadia heißen dich willkommen. Solange du uns gegenüber offen bist. Wer bist du? Sarkastisch. Hergekommen, um Kasumi Nakano zu finden. Du bist ein Entführer. Poh, war wie gemein. Was bist du? Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Sünd auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas verstörend sein. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist und ich werde versuchen, dir zu helfen. Also, ich suche Kasumi. Ich bin hierher gekommen, um Kasumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kasumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher,
Glaubst du, dass Kasumi ein Sünd ist? Warum? Ist unwichtig. Sie ist ein Sünd. Sie ist ein Mensch. Warum? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben, ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kasumi hier, aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Sünd? Woher soll ich das wissen? Sarkastisch, ich bin ein Sünd, ich bin ein Mensch. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Wenn du eine Art Test meinst, muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keinen Test, der nicht tödlich wäre. Du musst stattdessen nach den Anzeichen Ausschau halten. Gedächtnislücken, ein Gefühl der Einsamkeit, seltsame Träume. Aber letztendlich musst du das entscheiden. Was glaubst du? Hast du deine Menschlichkeit schon mal angezweifelt? Bisher eigentlich noch nicht. Ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin. Ich bin ein menschliches Wesen, kein Sünd. Bist du sicher? Ich will dich nicht ausfragen, aber was ist deine erste Erinnerung? Antworte du erstmal. Ich war bei meiner Familie. Der Tag, an dem die Bomben fielen. Geht dich nichts an. Ich war bei meiner Familie. Ja, eigentlich schon. Ich war bei meinem Mann. Wir sind in den Tag gestartet. Ich musste mich um meinen Sohn kümmern. Seitdem ist viel passiert. Aber keine Erinnerung davor. Keine Kindheit. Der erste beste Freund. Der erste Kuss. Ein bekanntes Zeichen. Daten kann man übertragen, aber Gefühle, die bekommt man nur schwer in einen anderen Geist. Ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen, Orte, sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma, Krankheit, Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche, dass man dich hier akzeptiert, für welche Wahrheit du dich auch entscheidest. Mei, bist du aber nett. Wo ist Kasumi? Erspar mir den Vortrag, danke. Ich bin kein Sünd. Na, mei, wie gemein. Ich danke dir. Danke. Du hast mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Freut mich zu hören. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern, Faraday und Chase, vor. Ich bin sicher, du willst mit Kasumi sprechen. Sie arbeitet normalerweise unten. Kann ich sonst noch was für dich tun? Er ist echt gut. Muss ich sagen, das ist echt eine gute Frage. Wir wissen ja von, egal ob du jetzt Männlein oder Weiblein spielst, ne? Du fängst ja eigentlich an dem Tag an, als die Bomben fielen, wirklich wahr, ne? Als du aufwachtest, ne, aufwachen nicht unbedingt, aber du bist in deinem heimeligen Heim. In Ordnung? Ja, ich denke nur gerade nach, entschuldige. Und ja, es könnte schon sein, dass wir selber ein Sünd sind. Boah, das wäre echt. Das wird doch erklären, warum das Institut so scharf auf uns auch ist, ne? Aber das hat ja unser Sohnemann schon gesagt. Wir müssten ein Mensch sein. Wurscht. Ich bin beim Institut. Ich gehöre zur Bruderschaft. Ich gehöre zur Railroad gehen. Boah. Railroad? Ich gehöre zu einer Gruppe, die Sünds hilft. Zur Railroad. Wirklich? Ich verstehe nicht, wie eine Gruppe, die Sünds helfen will, ihnen Angst macht und einredet, dass das Untertauchen die einzige Möglichkeit wäre. Ja, sie melden sich freiwillig für die Gedächtnislöschung. Und nicht zu wissen, dass man ein Sünd ist, macht es dem Institut schwerer, einen zu finden. Aber zu welchem Preis? Ich weiß, wie beängstigend die Vorstellung ist, gefangen zu werden. Aber das aufzugeben, was man ist, den Kampf, als das akzeptiert zu werden. Du willst die Hilfe der Railroad nicht? Nicht hier, um zu diskutieren. Tut mir leid. Wir beschützen keine entflohenen Sünf. Was?
Tut mir leid. So habe ich das noch nicht gesehen. Tut mir leid. Und ich auch. Dein Herz sitzt am rechten Fleck und es ist nicht fair, dass ich mir aus der Ferne ein Urteil erlaube. Gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Ich bin beim Institut. Was, echt? Ja, das auch. Alle in Arcadia sind Synth. Sollen wir das echt riskieren? Wollen wir mal, oder? Ich bin beim Institut. Ich werde es dir direkt sagen, Tima. Ich bin beim Institut. Das ist ziemlich ehrlich von dir. Ich bin es gewohnt, dass das Institut aus den Schatten zuschlägt. Ich sage nur so viel. Ich bin nicht dein Feind. Ich möchte nur in Frieden mit meinen Leuten hier leben. Erschließt sich dir als Wissenschaftler nicht der Wert von unabhängigen Synths? Du hast hier die Chance zu sehen, wie wunderbar das sein könnte. Du musst nichts tun. Erzähl einfach nur deinen Forscherkollegen nichts von uns. Mhm. Friedlich zurückkehren? Na, ich denke über dein Angebot nach. Ich halte es geheim. Gehe kein Handlein. Na, ich halte es geheim. Gut. Ich halte es erstmal geheim. Danke. Okay. Gibt es sonst noch was, das ich für dich tun kann? Bruderschaft? Ich bin bei der stählernen Bruderschaft und wir können viel über Synth sagen. Über ihre Gefährlichkeit. Wir sind nicht gefährlich. Die uns benutzt haben, um Menschen zu ersetzen. Die sind gefährlich. Wir wollen nur in Frieden leben. Eigenständig. Sieh dich ruhig in Arcadia um. Sprich mit den Synths. Sie sind für niemanden eine Bedrohung. Bilde mir erstmal mein eigenes Urteil. Friedlich aufgeben, werden wir wohl sehen. Synth eine Gefahr für die Menschheit. Na, ich bilde mir erstmal ein Urteil. Werden wir wohl sehen. Ich glaube so, oder? Das werden wir dann wohl sehen. Mehr kann ich nicht verlangen. Gib Arcadia eine Chance. Vielleicht werden uns irgendwann alle Menschen akzeptieren. Selbst die Bruderschaft. Also, gibt es sonst noch was? Was ist deine Geschichte? Wer bist du? Was ist deine Geschichte? Ich bin vor über 100 Jahren auf die Insel gekommen, um mich vor meinen Schöpfern zu verstecken, dem Institut. Aber nach meiner Flucht hatte ich nichts mehr. Keine festen Aufgaben, keine falschen Erinnerungen. Ich habe ein Jahr nur in einer Höhle gesessen. Eines Tages erkannte ich, dass ich vielleicht selbst entscheiden sollte, was ich tue und wer ich bin. Das hat sich seitdem nicht mehr geändert. Gibt es sonst noch was? Schöne Geschichte. Arcadia. Alle in Arcadia sind Synth. Na, Arcadia? Erzähl mir mehr über diesen Ort. Arcadia. Ich will bloß so viele Synths wie möglich hierher holen, um ihnen die Chance zu geben, herauszufinden, wer sie wirklich sind. Ansonsten wollen wir nur in Frieden leben. Ich habe keine Expansionspläne. Unser Leben genügt so, wie es ist. Gibt es sonst noch was? Alle in Arcadia sind Synths? Alle hier in Arcadia sind also Synths? Ja, entweder waren sie geflohen und wir konnten sie vor dem Institut finden, oder sie waren Opfer einer Gedächtnislöschung und wir haben ihnen die Wahrheit über sie offenbart. Danke, das wäre alles. Ich sollte losgehen. Aber sicher. Die sind ja total nett. Mir geht's gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Manchmal glaube ich, du machst dir zu wenig Sorgen. Du weißt, wir haben allein diese Woche 3 Relais rausgehauen. Ich komm rein. Bleib, wo du bist. War das er gerade? Hallo? Du hast also mit Dima gesprochen. Du weißt, wieso wir hier sind. Ich hoffe, du ziehst in Betracht, uns zu helfen. Es lohnt sich, für Dimas Vision zu kämpfen. Du bist ein Synth. Geht mich nichts an. Synths verdienen ein sicheres Leben. Das ist lächerlich. Na, ich finde auch, sie verdienen ein gutes Leben. Ja, du hast recht. Ist eine gute Sache. Synths haben das Recht, in Sicherheit zu leben, so wie jeder andere auch. Es freut mich, das zu hören. Sehr ermutigend. Bitte erzähl auch Dima von deinen Ansichten. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert, und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren, so viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Allein machen? Sarkastisch. Kann von Glück reden. Zeitverschwendung. Du musst das alleine machen? Erledigst diese ganze Arbeit alleine? Zum Großteil ja. Ich lasse mir von den anderen helfen, wenn möglich. Aber niemand versteht Dima so gut wie ich.
Nebelkondensatoren, wissen wir. Dimas Verbesserungen, Hilfe anbieten, vergiss es. Ja, fragen wir doch blöd weiter, ne? Nebelkondensatoren? Kannst du mir etwas über die Nebelkondensatoren erzählen? Die Dinger? Dima und ich haben sie entworfen, als klar wurde, dass der Nebel immer schlimmer wird. Sie sind effektiv, haben aber nur eine begrenzte Reichweite. Dima bestand darauf, dass wir sie den Leuten in Far Harbor zur Verfügung stellen. Und darüber bin ich froh. Ohne die Kondensatoren hätten sie jetzt nichts mehr. Dimas Verbesserungen? Es sieht so aus, als hätte Dima einiges an sich verändert. Das ist eine Untertreibung. Wir haben zusammen so viele Modifizierungen vorgenommen. Er war nur ein Prototyp, nicht geschaffen für all das hier. Es war viel Arbeit, die Beschränkungen des Designs zu überwinden und seinen Speicher zu erweitern. Es ist wirklich bemerkenswert, oder? Er hat so viel geschafft. Er ist so viel mehr, als er einmal war. Und er denkt immer nur an die anderen. Och, Moi. Ich will euch helfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gäbe da etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicherlaufwerke. Das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Aber freilich. Was ist passiert? Übrigens, mal so nebenbei, Edda ist komplett eifersüchtig. Schau mal, wie sie sich zwischen mir und dem Synth stellt. Die fühlt sich total vernachlässigt, die Gute. Was ist denn passiert? Was ist mit dem Boot passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Fallensteller, Nebelkriecher, da draußen wimmelt es nur so von Gefahr. Die Sache ist, wir haben schon jemanden verloren. Das soll nicht wieder geschehen. Also, bist du bereit? Ich glaube, Edda könnte einen neuen Anstrich vertragen. Die schaut ganz schön mitgenommen aus. Was? Geld verlangen? Na, krieg ich hin. Auf keinen Fall. Sicher kriegen wir hin. Faraday, ich beschaff dir diese Laufwerke. Danke. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Edda, du bist ja voll eifersüchtig. Hallo, Dima. Hey, Dima. Arcadia steht dir offen. Brauchst du irgendwas? Ich sollte losgehen. Aber sicher. Entschuldige bitte. Hat schon genug mit den Reparaturen zu tun, bevor dieser Blödsinn mit den Atomspinnen losgeht. Um sie musst du dir keine Gedanken machen. Es geht nicht um sie. Ich sorge mich um dich, Dima. Du kannst nicht alle Probleme der Welt lösen. Schon gar nicht auf einmal. Liebster Faraday, ganz ruhig. Alles wird gut. Ja? Entschuldigung, deine Geschichte? Von dir, Faraday. Ich weiß nicht, was du da wissen willst. Ich bin aus dem Institut geflohen, wie die anderen hier. Hab mir aber zum Glück nie das Gedächtnis löschen lassen. Ich bilde mir ein, dass ich genau dann ankam, als Dima mich brauchte. Ich kannte ihn schon vor all dem. Vor Arcadia. Er brauchte meine Hilfe. Auch wenn er es nicht zugeben wollte. Er war schon immer so stur. Naja, ich bin auf jeden Fall seitdem bei ihm und sorge dafür, dass er alles hat, was er braucht. Das ist aber sehr nett von dir. Das war's. Okay. Tschüss. Und wen haben wir hier noch? Eine Tür. Hier, okay. Dann mal unten drunten. Ah, das könnte schon der Bereich sein, wo wir Kasumi treffen werden. Da drüben vielleicht. Kasumi, bist du's? Ah, noch ein Stück weiter runter. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Aber das ist doch schön. Das passt doch. Wir müssen nochmal runter. Ist ja alles gut. Hier drinnen. Hallo? Ich suche eine gewisse Kasumi. Die Schaltkreise sind total hinüber. Hier. Kasumi Nakano. Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. An was arbeitest du denn? Du gehörst hier nicht her. Ich bin ein Detektiv. Deine Eltern haben mich geschickt. Was machst du da? An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Sie schaut ein bisschen aus wie, ach, wie heißt sie denn noch schnell? Katniss. Nur mit kurzen Haaren. Also von Hunger Games, ne? Du gehörst hier nicht her. Ich bin ein Detektiv.
Deine Eltern haben mich geschickt, ja, das Deine ist besser. Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, was? Wenn sie die Wahrheit wüssten. Bist du sicher? Die Wahrheit? Ich bring dich nach Hause. Du bist ein Sünd. Du bist kein Sünd. Die Wahrheit? Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Sünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Du bist verwirrt. Du bist kein Ersatz. Beweis, ein Sünd zu sein. Ich verstehe, du bist kein Ersatz. Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Ray sind immer noch deine Eltern. Ich verstehe schon. Du sollst ihre Tochter zurückbringen. Und ich wünschte, ich könnte das. Wirklich. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Probleme in Arcadia? Ist deine Entscheidung. Hilfe anbieten. Du kommst mit mir. Na, Probleme? Was für ein Problem gibt es denn in Arcadia? Ist eine lange Geschichte. Ich muss nur herausfinden, wie... Moment. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Wovon redest du? Sarkastisch. Ich höre zu. Kein Interesse. Doch, ich höre zu. Gut. Ich höre zu. Okay. Wo soll ich anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebel Fahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Na, das ist die Vergangenheit, das ist passiert. Du vertraust Dima nicht? Sarkastisch. Helfe, wenn ich kann. Nicht mein Problem. Du vertraust Dima nicht? Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich helfe, wenn ich kann. Ich helfe, wenn ich kann, aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran, aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Ich hacke das Terminal. Bei der nächsten Besprechung mithören. Ich rede mit Tima. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Bleib einfach hier. Okay, viel Glück. Komm zurück, sobald du etwas rausgefunden hast. Na prima. Dann haben wir viele Optionen. Das heißt, das Ganze ist mal speicherungswürdig. So. Und das heißt, wir werden mal Rede-Antwort stellen, ne? Zumindest mal probieren. Nicht hier richtig? Nicht so ganz, ne? Das ist nur ein anderer Weg nach oben. Okay. Das heißt, irgendwo... Das ist ganz schön verwinkelt. Hier, glaube ich, und da, ne? Ja. Das wäre jetzt aber schon ein bisschen schlimm, muss ich sagen, wenn Dima eine tickende Zeitbombe ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich würde
Ich zeige ich später nochmal, damit ich nicht so weit zum Ratschen habe. So, für den Fall der Fälle, dass ich jetzt was verhauen tue. Dima. Was ist denn? Kasumis Anschuldigungen. Kasumi sagt, dass sie Teile deiner Erinnerung gesehen hat. Todesvorhersagen. Für Harbor und das Zentrum der Insel. Das ist schade. Sie sollte sich auf sich und ihr neues Leben konzentrieren und nicht die Last der Welt um uns herumtragen müssen. Bitte, das ist eine Sache für mich und meine Berater. Wir planen nicht, die Insel zu vernichten. Diese Berechnungen dienten nur dazu, uns die Folgen der Untätigkeit zu verdeutlichen. Mhm. Antworten verlangen. Kann das Problem lösen? Eigentlich? Vielleicht? Antwort verlangen? Mir hängt dieser edle Anführerscheiß zum Hals raus, Dima. Wow. Schluss mit dem Versteckspiel. Sag die Wahrheit. Okay, ich hab's verstanden. Es gibt einen Konflikt zwischen Fahrhaber und den Kindern des Atoms, der schon seit der Gründung Arcadias besteht. Einfach gesagt, sie wollen sich umbringen und beide Seiten wollen unsere Hilfe. Wir haben versucht, neutral zu bleiben, aber der Nebel drohte Fahrhaber auszulöschen, also haben wir ihnen die Kondensatoren gebaut. Und ich war mit dem vorherigen Anführer der Kinder des Atoms befreundet, Beichtvater Martin. Ich habe ihnen sogar die U-Boot-Basis, die sie jetzt den Nukleus nennen, überlassen. Was ein Fehler war, weil Martin Ford und der neue Beichtvater Tektis vollkommen verrückt ist. Er hat uns gedroht, will uns zwingen, uns für eine Seite zu entscheiden. Ich habe etwas sehr Wichtiges in der U-Boot-Basis zurückgelassen. Dimas früheste Erinnerungen befinden sich in den Speicherbänken der Militärbasis. Die Vorkriegssicherheitssysteme und Beichtvater Martins Wohlwollen sollten sie schützen. Aber jetzt hat Tektis das Sagen und ist hinter Dimas Erinnerungen her. Wir wissen nicht, woraus sie bestehen. Aber wir wissen, dass ich fast 100 Jahre allein auf der Insel verbracht habe. Was immer da drin ist, es ist zu gefährlich, um es Tektis zu überlassen. Deine Erinnerungen. Fahrhaber Sicherheit. Was kann ich tun, Kinder des Atoms? Deine Erinnerungen freizeigen. Blöd weiterfragen? Wow, du hast deine Erinnerungen zurückgelassen? Wie geht das? Als Zünd-Prototyp ist meine Speicherfähigkeit begrenzt. Ich habe Computer genutzt, um sie zu erweitern, um mir Platz zum Denken zu verschaffen, um neue Dinge zu sehen. Ich musste einige meiner frühesten Erinnerungen zurücklassen, als ich den Kindern des Atoms die U-Boot-Basis überließ. Ich dachte, sie wären dort sicher. Fahrhabers Sicherheit, Fragezeichen? Du sorgst für Fahrhabers Sicherheit. Nicht ganz. Ihre Unabhängigkeit ist ihnen wichtig, aber der Nebel breitete sich immer mehr aus. Also schlug ich ihnen einen Handel vor. Wir gaben ihnen die Technik, um den Nebel fernzuhalten, und sie wurden zu unserer Verbindung zur Außenwelt. Eine sichere Anlegestelle und ein Ort, um Vorräte zu kaufen. Leider sehen die Kinder des Atoms den radioaktiven Nebel als heiliges Zeichen. Und aufgrund ihrer blutigen Geschichte mit Fahrhaber ist unsere Beziehung nicht die beste. Mhm. Kinder des Atoms. Die Kinder des Atoms auf dieser Insel. Du hast ihnen geholfen. Ja, ich weiß, ihre Verehrung der Strahlung als eine Art Gott ist etwas ungewöhnlich. Aber ich will mir kein Urteil erlauben. Ich habe in der U-Boot-Basis gelebt, als Martin und seine Anhänger dort ankamen. Sie waren wegen ihres Glaubens aus Fahrhaber vertrieben worden. Als ich ging, um Arcadia zu gründen, wusste ich, dass die Basis in sicheren Händen war. Sie brauchten eine Heimat, einen Ort, an den sie gehören. Genau wie ich. Aber Martin ist verschwunden und sein Nachfolger Tektis will den Streit mit Fahrhaber beenden, indem er den Nebel die Stadt verschlingen lässt. Na toll. Was kann ich tun? Was kann ich tun, um zu helfen? Wenn du bereit bist, mir zu helfen und mir meine Erinnerungen zurückbringst, sind wir einen Schritt näher dran, diesen Konflikt ohne Blutvergießen zu beenden. Du musst durch die Basis der Kinder des Atoms. Du bist neu auf der Insel, also kannst du dich vielleicht als Rekrut ausgeben. Hast du die Speicherbänke gefunden? Musst du ein spezielles Programm benutzen, das Dima und ich entwickelt haben, um die Sicherheitssysteme zu knacken? Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat.
Hacking-Programm. Sarkastisch. Besorg Erinnerungen. Das funktioniert nicht. Ach, das haut schon. Besorg deine Erinnerungen, Dima. Die Kinder des Atoms konnten die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen hoffentlich nicht überwinden. Das heißt aber, dass du das jetzt schaffen musst. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Alles klar. Gut, das hätten wir. Und der Part ist auch schon zu Ende. Dann werden wir im nächsten Part noch die beiden anderen Optionen, wenn sie noch funktionieren, machen. Kasumi dann Bericht erstatten und dann werden wir versuchen, seine Erinnerungen wieder zu beschaffen. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal.